Ruperta Lichtenecker, die Sprecherin der Grünen für Forschung, Innovation und Technologie, ist am Wort. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, werte Damen und Herren. Herr Vizekanzler hat heute die Frage gestellt, von wegen fährt man nach Linz mit dem Zug oder dem Auto. Wenn es nach den Innovationsfortschritten geht, wird dann nicht nur die Frage gestellt, sondern es wird mit Sicherheit noch andere Optionen dazukommen, wie man denn von A nach B kommt. Und das ist auch gut so. Und damit landen wir bei unserer Open Innovation Strategie in Österreich. Ich denke, da ist sehr gute Arbeit geleistet worden und möchte an dieser Stelle den beiden federführenden Ministerien, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch den politischen Trägern in dieser Form ganz herzlich danken für die geleistete Arbeit. Und ich denke, es ist auch mit Einbezug und der Arbeit im Parlament durchaus eine neue Qualität der Zusammenarbeit gewesen und durchaus auch beispielgebend für andere Bereiche. Ja, Herausforderungen haben wir zur Genüge. Gerade vorhin ist in der Kurzdebatte das große Thema Klimawandel angeführt worden. Aber wir haben nicht nur den Klimawandel, wir haben die Herausforderungen im Bereich der demografischen Entwicklung. Wir haben die Herausforderungen der enormen Geschwindigkeit der Digitalisierung. Wir haben die Herausforderung der Endlichkeit der Ressourcen bis hin zu den Herausforderungen durch die Migrationsbewegungen. Ja, und es geht darum, entsprechende Lösungen und Antworten zu finden. Und die Frage ist, wie wir dorthin kommen. Und eine große Antwort ist natürlich, die entsprechenden Prozesse zu gestalten, die hier Innovationen generieren. Und ein Thema ist es natürlich, diese Prozesse möglichst offen zu gestalten. Denn die Lösungen werden dann nicht nur technischer Natur sein, sondern sehr wohl auch organisatorischer und sozialer Natur. Und das ist auch das Charakteristikum von Open Innovation Prozessen und auch entsprechende Strategien. Ja, die Grundpfeiler so einer Strategie sind natürlich einerseits der Dialog, die Partizipation und die Transparenz. Das ist die Qualität davon und genauso werden sich dann die entsprechenden Lösungen auch gestalten. So haben wir das auch bei diesem Prozess erlebt. Und bei der Innovation, wo es um Erneuerung, um Fortschritt geht, wird die Offenheit auch dazu führen, dass damit auch natürlich eine Weiterentwicklung erfolgt und vor allem die Vielfalt in dieser Form auch gestärkt wird. Ich möchte dazu ein Beispiel vom letzten Forum Altbach heranziehen, wo seitens der technischen Universitäten die Innovation Labs geführt wurden, wo 8 Unternehmen Fragestellungen an Teams übergeben haben und die Qualität dieser Teams waren, dass sie aus allen Disziplinen gekommen sind. Das waren nicht nur Techniker, sondern quer durch die verschiedenen Studienrichtungen entsprechende Studierende. Und wir haben dann nächsten Tag gesehen, nach diesen 24 Stunden Durcharbeiten, so ist dieser Prozess abgelaufen, wie die Lösungen ausgesehen haben. Und die waren sehr engagiert, sehr spannend, sehr anregend. Es hat auch dem entsprochen, dass das sehr interdisziplinär war. Und genau das ist es auch, wenn man Open Innovation Prozesse betreibt und vorantreibt. Es geht letztendlich auch um ein Querdenken, es geht darum, out of the box denken und es geht vor allem dann bei den Lösungen auch darum, entsprechende Grenzen zu überwinden und Grenzen zu verschieben. Und am Ende dieses Open Innovation Prozesses und der Strategie sind die entsprechenden Maßnahmen angeführt worden. Und ich möchte nur einige wenige daraus nehmen, wo ich glaube, dass es tatsächlich ein essentieller Beitrag ist, um entsprechende Neuerungen voranzutreiben, entsprechende Lösungen zu finden. Das eine ist die Errichtung von offenen Innovations- und Experimentierräumen. Da haben wir großartige Beispiele aus den Regionen. Ich nenne
zum Beispiel die Othellos, die offenen Technologielabors. Ja. Oder der Aufbau und Betrieb einer Open Innovation Plattform für soziale und gesellschaftliche Innovationen als Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen. Ja, genau das ist es. Holen wir alle Ideen rein, schauen wir, was das gemeinsam für eine Lösung dann sein kann. Aber selbstverständlich auch das Thema Verankerung von Anreizmechanismen für Forschungspartnerschaften. Das sind Bereiche, die uns mit Sicherheit in der Ideenfindung voranbringen und die entsprechende Innovationsdynamik forcieren. Die Maßnahmen liegen jetzt am Tisch. Die Herausforderung ist, die Maßnahmen jetzt umzusetzen. Und das ist eine Frage auch der Konsequenz, aber vor allem auch des Mutes. Mutig voranzustreiten und genau die Energie hier mit reinzunehmen. Ich glaube, dass in diesem Bereich jetzt durchaus eine Form von Dynamik auch da ist und diese Dynamik jetzt weiter mit reinzutragen in die Umsetzung, das halte ich für die jetzige Herausforderung. Wir werden jedenfalls den weiteren Prozess und auch diese Initiativen selbstverständlich gerne unterstützen. Roberta Lichtenecker, Grünen-Sprecherin für Forschung, Innovation und Technologie, sagt, es gebe viele gesellschaftliche Herausforderungen, etwa die Digitalisierung und den demografischen Wandel. Lösungen könnte man nur durch Transparenz, Dialog und Mitwirken einer großen Öffentlichkeit finden.